Herzlich willkommen zurück beim RPG Maker Player. Heute schauen wir uns Uranai an. Spricht man es, glaube ich, aus. Aber davor möchte ich mich erst noch bei allen bedanken. In letzter Zeit kommen die Videos sehr gut an. Der Abonnentenzuwachs ist auch immens gerade. Macht gerade richtig Spaß, schon weil viele Entwickler von ihren Spielen mir auch Kommentare geschrieben haben und sich bedankt haben, dass ich die Spiele spiele. Ich bedanke mich eher bei euch, dass ich solche tollen Spiele spielen darf. Oder mehr oder weniger gute, sind gute dabei, sind schlechte dabei. Oder was heißt schlechtere? Ist für beidem was. Aber fangen wir erstmal an mit Uranai. Uranai, spricht man so aus. Uranai. Geladen. Version 0.012. Das Leben geschieht jetzt. Finde zu dir selbst. Ich werde dich auf deinem Weg leiten. Akari sind wir, okay. Okay, durch den Wald kann ich nicht laufen. Was komisch ist, weil da hinten eine Stadt oder... Ah, da kann ich durch, okay. Aber das schauen wir uns noch nicht an. Ich möchte erst diese Oase, wenn es geht. Strand. Das ist ein Zelt, gehen wir doch mal rein. Oder auch nicht. Wie beruhigend dieses Wellenrauschen ist. Niemals könnte der Klang dieses Naturphänomens etwas vom Mensch Geschaffenes aufwiegen. Oh, da unten steht jemand. Ob dieses Zelt wohl ihm gehört? Was für eine beeindruckende Aussicht. Was er hier wohl macht? Erstmal in sein Zelt gehen. Was befindet sich in diesem Beutel? Was sich wohl in diesem Beutel befindet? Nachsehen und Inhalt nehmen? Ja. Leinenhemd gefunden. Rüstung. Ah, okay, ich kann nichts anziehen. Ich habe mir den RPG Maker jetzt selber gekauft und ich muss sagen, es ist so bockschwer, dieses Ding zu benutzen. Ich verstehe noch gar nichts. Noch rein gar nichts. Ach, kann ich nicht runter zu dem? Nein, scheinbar nicht. Okay. Gar, wir haben ihn beklaut, das ist schon mal cool. Diese Map ist in Bearbeitung. Geh den Weg weiter. Hier gibt's nichts, okay? Okay. Lustig. Was ist dieser Ort hier? Scheint jemand zu leben. Kumon. Erst wenn Kätzchen reden. Okay, geht nicht. Erde dich. Das ist voll Ernte. Was suchst du hier in meinem Haus? Bist du hier, um mich zu vertreiben? Sprich, Fremder. Nein, ich bin ein Reisender. Auf der Suche nach einer Unterkunft. Schweig, ich kenne dich nicht und ich habe keinen Grund, dich bei mir aufzunehmen. Verlasse mein Haus sofort. Ich sollte besser gehen. Ich will die Axt da hinten aber haben. Was war denn das gerade? Dieser Mann scheint sehr unzufrieden mit sich selbst zu sein. Auf jeden Fall sehen die Maps sehr schön aus. Die gefallen mir sehr gut. Willkommen bei der Alpha-Version von Uranai.
Dieses Spiel wird von mir nach Lust und Laune alle paar Tage geupdatet. Bisher kannst du nur einem alten Mann einen Gefallen tun, einem Jungen beim Starksein zusehen und den Kriegskram schon bald nicht mehr verärgern. Was wird wohl als nächstes passieren? Sei gespannt und danke fürs Spielen. Sehr cool. Auch schön, dass wir hinter die Bäume können. Oh, ist okay, kaum sei es, bekommen wir es nicht mehr. Ah, da ist ja noch ein Haus. Die Tür ist verschlossen. Mann. Holzblock erhalten. Was ist da? Kann ich gar nicht hin, schade. Okay, vielleicht einfach nur Pflanzen. Was auch immer ich mit den Holzblöcken machen kann, ich heb sie einfach mal auf. Die Uhr, ich finde. So, jetzt haben wir 5 Stück. Kaum mal 0. Einfach nur eine schwebende Kugel. Die sagt, ich soll mich erden. Ich geh nochmal rein. Du schon wieder. Ich hab gesagt, du sollst mein Haus verlassen. Ich gehe lieber wieder. Was, wenn ich nochmal reingehe? Ah, okay, er sagt immer nur das Gleiche. Okay, hier hat es wohl jetzt gerade aktuell nichts mehr. Außer die Holzblöcke. Na gut, dann gehen wir mal nochmal auf die Overworld und gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Entschuldigung. Okay, der sagt auch nur das Gleiche. Okay, können wir scheinbar nichts mehr machen. Und wenn, dann habe ich irgendwas übersehen. Aber gut, das Spiel macht schon mal einen schönen Eindruck. Ist grafisch auch sehr schön gemacht. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.